Wir wollen in die Hölle. Das heißt, du zaubern. Erasia und danach Deja. Also nehmen wir entweder den Karren oder fliegen nach Süden. Süden müsste sein. Haben wir noch irgendwas zu kaufen, verkaufen, bearbeiten, was auch immer? Das Ding könnte eigentlich nach Harmondale ins Schloss. Aber ist jetzt zu spät. So, du dahin, du dahin, du dahin. Diamant wird verkauft später. Und das passt schon. Also, Deja. Nein, nicht Harmondale. Dann fliegen wir halt. Ich glaube, das Ding hier oben haben wir immer noch nicht ganz verstanden, ne? Wir waren ein, zwei Häuser. So ein paar Gegner, um ein paar Goldmünzen zu machen. Aber sonst nicht so wirklich was Tolles. Aber es sieht halt so komisch aus. Deswegen nehme ich immer an, dass hier was wäre. Hm. Ah, greifen. Nicht so wirklich interessant. Jedenfalls nicht mehr. Ah, es war keine Kiste. Es war nur ein dober Greif. Okay. Südlich. Du, mach mal ganz kurz bitte Federfall. Danke. Ah, die Banditen sind wieder da. Das ist ja schon fast niedlich. Warte mal. Das mache ich jetzt nicht, weil ich gerne schwache Gegner töte. Sondern eigentlich, weil ich nur die Kochtöpfe haben will. Wo wir gerade schon mal hier sind. Also ja, wir könnten theoretisch auch nach Harmondy gehen und da die Fässer alle wieder trinken und so weiter, aber es ist mir eigentlich zu viel Arbeit. Aber den hier nehme ich gerne mit. Leer. Okay, war noch ein zweiter. Oh, und Gold auf dem Boden nehme ich auch mal gerne mit. Auch wenn es nur 311 sind, aber es läppert sich. Ich meine, wir sind noch nicht mal vierstellig. Da sollte man alles mitnehmen, was man kann. Lasst uns mal einen richtigen. Du dahin, du dahin, du auf. Ja, doch, die Roten bringen schon mal 100 Gold. Das ist okay. 2000. Ja, doch. Du kommst mit Äpfel, lassen wir dran, die brauchen wir nicht. Du da hinten, dich haben wir schon mal gedrückt. Oh, aber wo wir gerade hier sind. Ja, ich lasse mich wieder ablenken, ich weiß. Wo wir gerade hier sind. Hier gab es doch irgendwo so ein... Ich glaube hier. Genau. Wettbewerb der Ausdauer. Dann machen wir einfach das hier. Und gewinnen jetzt alle das Ding. Ihr habt schon gewonnen, okay. Du auch noch. So, mal eben plus 5 Fähigkeitspunkte für alle. Das ist noch eine Sache, die ich mir aufschreiben sollte. Wie nenne ich das? Herausforderung. Erasia. Durchgestrichen. Okay. So. Jetzt aber. Wir wollen weg, 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 weg. Nach Süden. Und wenn er später wirklich irgendwann so knackig wird, ich denke mal spätestens bei der Titanenfestung. Oder anderen ähnlich schweren Dingen, dann sollten wir so eine Rundreise wirklich machen. Dass wir in jedes Gebiet einmal reinlaufen und da die Herausforderungen suchen, die Herausforderungen für alle Charaktere machen. Und das hier ist nicht Deja. Wohin soll es denn gehen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo wir hin müssen. Also wo wir hin müssen, um Deja zu kommen. Aber doch, Erasia müsste es gewesen sein. Hallo, ihr wollt reisen? Nein. Hallo? Ah ja, sehr schön. Also, in jeden Kartenabschnitt gehen, gucken, wo da die Herausforderungen sind, die Herausforderungen alle machen. Und auch die Sachen wie Fässer und diese Kochtöpfe mit Plusresistenz, sowas halt alles abfarmen. Genauso wie die Hufeisen. Die hier noch nicht gespawnt sind. Nee. Also Hufeisen natürlich auch noch. Das bringt ja alles was. Und eventuell auch noch die Djinn-Lampen.
Aber das müssen wir dann bei Zeiten gucken. Je nachdem, wie schwach oder stark wir werden. So, wir sind jetzt in Deja. Wir wollen die Nekromanten alle töten. Nur sind das hier keine Nekromanten, das sind einfach nur Goblins. Die Nekromanten wohnen hier irgendwo in einem Erdloch. Das da könnte es sein, auf der Karte. Das ist ein bisschen hervorgehoben, die Ecke. Gucken wir mal. Du mach mal das da. Du mach mal das da. Du mach mal das da. Wir suchen ein Loch im Boden. Das ist ein Loch im Boden, aber kein Dungeon. Oh, Erz, komm mit. Tote Harpien. Hier ist ein auffälliges Loch im Boden. Ja, sehr schön. Dann hätten wir noch gerne Bewahrung. Wir hätten noch gerne das da. Und einen großen Zauber noch und dann sind wir fertig. Genesen will ich. Wir brauchen noch Schutz von Magie. Den da. Und sobald wir drin Zeit haben, Schutz von Magie. Zeit für einen Kampf. Oh oh. Okay, rundenbasierend. Das tut irgendwie weh. Die sind garstig, also wir gehen durch. Säurestrahl macht keinen Schaden bei ihm. Implosion schon. Gedankenschlag garantiert nicht bei ihm. Oh, das ist Girogon. Girogon, hau den. Du machst bitte Schutz und Magie. Du haust bitte sie. Du. Sie. Eile haben wir schon. Du machst bitte Säurestrahl auf sie. So. Du hast Implosion, der machte Schaden. Wenn auch nicht besonders viel. Ich glaube, wir versuchen einfach ihn niederzuprügeln. Wie wäre das denn? Nee. Keiner trifft. Das ist albern. Okay. Dann probierst du es doch mal bitte mit dem Schwarm. 10 Schaden. Also, so wirklich toll ist es auch nicht. Blitzstrahl. 6 Schaden. Weg. Also er hat eine hohe Magieresistenz und er kriegt keinen Schaden durch Nahkampfwaffen. Das ist keine sehr schöne Kombination. Feuerstrahl macht wirklich gar keinen Schaden. Giftnebel. Talana fügt Obsidian-Dingens 22 Schaden zu. Durch den billigen Anfängerspruch? Das ist komisch. Oh. Oder wir hatten einfach nur Pech und... Ja. Ignorieren wir das Ganze. So, kaputt. Das tut irgendwie weh. Also wir schienen einfach nur Pech gehabt zu haben. Weil die Implosion eben gerade 63 Schaden bei ihm gemacht. Das ist... Ja. So, eine Harp hier noch. Die prügeln wir nieder. Oh, und sehr viel Gold auf dem Boden. Sehr schön. Ein stärkerer Harpien. Da zauber ich lieber durch, weil die können verfluchen. Du siehst aus wie ein Knopf. Bist aber keiner. Okay. Ups. Können wir das wirklich brauchen? Nö, das lassen wir liegen. Also ja, wir können momentan das Geld gebrauchen eigentlich, aber so eine großen Sachen, ich denke, wenn wir jetzt hier das Domizil der Nekromanten plündern, werden wir mehr als genug Beute haben. Wir sollten lieber Sachen mitnehmen, die mehr wert sind. Du heil mal ganz kurz. Obwohl, du kannst mal den neuen Spruch einweihen. Du heil mal bitte uns alle. Tada. Sehr schön. Jo, ein automatischer Fahrstuhl. Ich hoffe, der fährt auch automatisch wieder hoch. Er hat eine Sekunde gezögert. Das tut irgendwie weh. Okay, warte. Ja, ist okay. Du versuchst, die da zu treffen. Das tut irgendwie weh. Die da zu treffen. Die da anzuzaubern. Zu tief.
82, aber der ist gleich kaputt. Du, die da, du, die da. Du kannst die da hinten nicht treffen, also probierst du einen Eisschlag? Okay. Die billigen Zauber machen alle irgendwie mehr Schaden als die richtig teuren und guten. Jedenfalls bei dem Obsidian-Gargoyle. Komisch, komisch. Na gut. Kommst du wohl mal? Na also. So. Untote können gar nichts. Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. Ach, das sieht sehr komisch aus. Da unten ist eine Truhe. Kommen wir da wieder hoch? Notfall mit Townportal, ne? Gucken wir mal. Oh, das ist gar keine Truhe. Das ist ein Teleporter. Okay. Flop. Also es ist nur dafür da, dass falls man runterfällt, man wieder hochkommt. Das ist ja nett von den Kommanden. Hier ist sonst nichts. So. Okay. Da verschwinden keine Zauberpunkte. Die knüppeln wir so nieder, das passt. Das passt sogar ziemlich gut. Du. Können wir das wirklich machen? 450. Geht hier ja schon fast. Können wir das wirklich machen? 1200, das ist doch schon mal besser. Vierstellig ist ein guter Anfang. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Oh, wir haben keine Bewahrung mehr. Warte. So. Oh. Brauchen wir wirklich noch 2000. So ein Ding? Sehr gut. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Das wird später verzaubert, das eine Ding da. Rest bleibt hier. Die Grube betreten. Nein. Dahinter wird es bestimmt schwierig. Also schlafen wir erstmal. Und waffen dann wie gewohnt. Durch. Da. Dann noch das da und jetzt die ganzen Lichtzauber. Also, Nummer 1. Schutz. Die hatte ich schon, ne? Ja. Also die Truhe da. Komm schon. Den hätten wir gerne noch Macht. Und drin später das mit den Stats. So. Das ist auch wirklich sicher. Das ist garantiert nicht sicher. Ich hätte gerne ein, zwei leicht zu erledigende Gegner. Da sind Zivilisten zwischen, das ist gar nicht gut. Werden wir unser Ansehen vermurksen. Das da brauchen wir noch. Okay, machen wir es anders. Wir machen einfach. Schießen. Unsichtbarkeit. Sehr gut. Das klappt ja wie am Schnürchen. Könnten jetzt ein. Oh! Nein! Ah! Stirb! Oh, 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 oh. Du, warte, 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 warte. Das klappt nicht wie am Schnürchen. Wir haben keine Heiltränke vorbereitet. Das ist nicht gut. Du Heilung sie, du Zauber. Das da. Du Zauber, das da. Verstecken. Oh, besseres Versteck suchen. Du heil sie. Du kannst dich schon wegteleportieren? Nee, kannst du nicht, weil Gegner näher sind. Du heil ihn und lauf. Au. Das wird sehr viel schwieriger, als ich dachte. Lauf, 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 lauf. Ja, 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 ja. Hallo. Ja, und hallo. Und raus. Das wird viel, viel schwieriger, als ich dachte. Ja, wir schlafen. Wir waffen uns nochmal durch.
Was machen wir jetzt anders? Ich bin mir nicht sicher. Also wir könnten wieder unsichtbar werden, diesmal nicht in die Lava springen. Und dann einfach nur bis zu diesem Brutgehege uns durchkämpfen. Also durchlaufen, meine ich. Unsere Aufgabe ist eigentlich nur, in das Brutgehege zu gehen, einen Zauberspruch zu stehlen und damit rauszugehen. Es stand nichts im Vertrag, dass wir hier die ganze Nekromantenstadt auslöschen sollen. Das ist, glaube ich, ein wenig hochgegriffen. Und da wir eh schon Unsichtbarkeit einmal hätten benutzen sollen für die Magier, um nämlich die Prüfung zu schaffen, denke ich mal, das macht Sinn. Also nicht in die Lava, nicht in die Lava.